Vor genau 10 Jahren, am 11. März 2011, hat sich der katastrophale Unfall in Fukushima Daiichi ereignet. Mark Kenzelmann, als Direktor des ENSI, was nehmen Sie und Ihr Team aus der Aufarbeitung des schwerwiegenden Reaktorunfalls mit? Die Ereignisse in Fukushima haben gezeigt, dass eigentlich gerade das Naheliegende sehr oft das Problem sein kann. Und wir nehmen eigentlich diese Punkte als Lehren aus dem Ereignis von Fukushima mit, nämlich eben auf das Naheliegende zu achten. Das heißt, kontinuierliche Nachrüstung der Anlagen, ein genauer Blick auf die menschlichen und organisatorischen Faktoren und das Prinzip der Trennung der einzelnen Aufgabenbereiche. Also Betreiber, Aufsicht und Politik haben ihre eigene Aufgabe, aber das muss unabhängig geschehen und die Aufsichtsbehörde muss unabhängig sein. Wird sich das ENSI auch in Zukunft an internationalen Überprüfungen beteiligen? Die Antwort lautet ja, ganz klar. Wir werden in diesem Jahr die nächste Überprüfungsmission bei uns in der Schweiz haben. Die Überprüfungsmission wird von der Internationalen Atomenergiebehörde geleitet. Das heißt, es ist ein internationales Expertenteam, das die Schweiz und insbesondere das ENSI überprüfen wird, ob die Aufsicht gemäß den geltenden Standards eingehalten wird, die das schweizerische Regelwerk überprüfen wird. Wir werden im 2023 eine weitere internationale Überprüfungsmission in der Schweiz haben. Die betrifft dann aber die physische Sicherheit der Kernanlagen und die IT-Sicherheit. Auf der anderen Seite werden Experten des ENSI eingesetzt für sogenannte, also für diese internationale Überprüfungsmission in anderen Ländern. Also so profitieren wir quasi zweimal. Auf der einen Seite werden wir selber überprüfen, auf der anderen Seite stellen wir Experten zur Verfügung und dieses Wissen fließt dann auch wieder in unsere Behörde ein. Handlungsbedarf bezüglich Sicherheit der Kernkraftwerke wurde nach Fukushima weltweit erkannt. Welche Erkenntnisse konnten jedoch auch im Hinblick auf den Notfallschutz gewonnen werden? Wir alle wissen, bleibt ein Restrisiko immer. Und beim Notfallschutz geht es ja darum, dass man die Auswirkungen eines Ereignisses mit Freisetzung von Radioaktivität im Sinne der Bevölkerung möglichst gut handhaben kann. In Fukushima war es so, dass die Behörden relativ schnell großräumige Evakuierungen angeordnet haben. Und wir haben gesehen, dass diese Evakuierungen selber relativ viele Todesopfer gefordert haben. Welche anderen Maßnahmen könnten hinsichtlich Notfallschutz in Erwägung gezogen werden? Eine andere Maßnahme wäre beispielsweise das sogenannte Sheltering, also das Zuhausebleiben. Und die aktuelle Corona-Situation hat gezeigt, vor allem wenn man die verschiedenen, zum Teil sehr strengen Lockdowns in den verschiedenen Ländern betrachtet, dass diese Methode doch auch ganz gut funktioniert. Natürlich vorbehaltlich, dass sie nur für eine bestimmte Zeit ist. Zuhausebleiben heißt, den Aufenthalt im Freien zu minimieren, nur für Arztbesuche oder zum Einkaufen von Lebensmitteln. Dazu ist noch zu sagen, dass die Bausubstanz der Schweizer Gebäude generell auch im internationalen Vergleich sehr gut ist. Das heißt, der entsprechende Schutzfaktor ist relativ hoch und damit könnten Belastungen durch Radioaktivität selbst bei Aufenthalt im Haus schon sehr stark reduziert werden. Und diese Diskussion, die müssen wir führen, die müssen wir national führen und die müssen wir auch international führen, damit wir in Zukunft für den Fall der Fälle eben bestmöglich den Schutz der Bevölkerung sicherstellen können. Welche Herausforderungen sehen Sie für die Zukunft, gerade im Bereich Notfallschutz? Also die Unsicherheit oder diese diffuse Angst vor der radioaktiven Strahlung, die ist normal, die ist vorhanden und die muss man auch ernst nehmen. Weil es ist ja so, Radioaktivität kann man nicht sehen, man kann sie nicht hören, man kann sie nicht riechen. Und insoweit ist das natürlich schon eine Belastung für die Leute, das kann ich gut nachvollziehen. Es geht aber auch darum, dass man dieser diffusen Angst und dieser Unsicherheit eben auch rational begegnet und dass man differenziert über die Gefahren der Radioaktivität spricht. Und ich betrachte es auch als Aufgabe des ENSI, dies zu tun oder einen Beitrag dazu zu leisten und die Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger und die Öffentlichkeit auch vermehrt zu informieren.
Es geht nicht darum, die radioaktive Strahlung zu verharmlosen oder klein zu reden. Es geht darum, die Gefahren der radioaktiven Strahlung ins richtige Verhältnis zu rücken. Welches Fazit ziehen Sie nun 10 Jahre nach Fukushima? Wir dürfen uns nicht zurücklehnen. Wir müssen aufmerksam und kritisch bleiben. Denn wer aufhört, besser zu werden, der hat aufgehört, gut zu sein. Das ENSI muss seine Rolle auch in Zukunft wahrnehmen. Das ist die unabhängige, fachliche und sachliche Beurteilung der Sicherheit der Kernanlagen. Dafür ist ein sehr großes Fachwissen gefragt, eine große Expertise, eine große Kompetenz. Und wir können unsere Aufgabe nur dann wahrnehmen, wenn wir unabhängig sind, wenn wir unabhängig sind von der Politik und auch unabhängig vom wirtschaftlichen Druck. Mark Kenzelmann, vielen Dank für dieses Interview.